Mocky, wir stehen hier jetzt nach dem 1:1 gegen den FSV Frankfurt. Ausgleich ein bisschen mit Glück gefallen. Wie bewertest du heute das Spiel unterm Strich? Ja, unterm Strich müssen wir, glaube ich, trotzdem 3 Punkte holen heute. Wir haben Chancen liegen gelassen, die man auf dem Niveau nicht liegen lassen darf. Ja, werden dann bestraft mit dem 0:1 und moralisch können wir uns, glaube ich, nichts vorwerfen, weil wir sind, glaube ich, 90 Minuten dann angerannt, haben auch verdient den Ausgleich gemacht und uns fehlt im Moment einfach das Quäntchen Glück, um dann das zweite auch mal nachzulegen. Chris, wir stehen jetzt hier nach dem 1:1 gegen den FSV Frankfurt. Du warst ja mehr oder weniger beteiligt an eurem Ausgleichstreffer. Was ist dein Fazit nach 90 Minuten? Ja, wir hätten natürlich gerne das Spiel gewonnen, das ist klar. Ich glaube auch, dass es möglich war, das Spiel zu gewinnen. Wir kriegen ein bisschen ein einfaches Gegentor wieder zum 1:1 und vergeben leider auch wieder, sagen wir mal, 3-4 Torchancen, die wir gut rausspielen, wo uns dann vielleicht auch ein bisschen das Glück fehlt. Ja, und das ist momentan so ein bisschen die Sache, woran es ein bisschen krankt. Aber ich glaube, wir haben insgesamt heute kein schlechtes Spiel gemacht, waren eigentlich meiner Meinung nach die bessere Mannschaft oder hatten zumindest die besseren Chancen. Und deswegen ist es natürlich schade, dass wir bloß 1:1 spielen.